Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir eine High-End-Flasche hier auf dem Fass. Die ist richtig gut, die kenne ich. Und jetzt wird es relativ interessant, wir können sogar einen kleinen Vergleich machen. Wie ist der alte 21-Jährige? Aha. Wie ist der neue 21-Jährige? Denn vielleicht haben es manche Leute schon im Hintergrund gesehen. Ich habe es gerade beim Starten geschaut. Was steht denn hier? Die Sache ist, das ist nicht meine Flasche. Warum steht nicht meine Flasche im Hintergrund? Okay, die ist auch zu, aber das ist eine von der B-Ware. Lass doch die B-Ware nutzen. Ja, genau. Lass es die B-Ware nutzen. Hier, der kommt drauf. Ja, aber dann mach mal auch die B-Ware als Tube. Nicht, dass wir dann hier was verändern. Okay, schade. Ich dachte, das wäre mal eine alte gewesen. Gibt's ja gar nicht. Aber jetzt hast du gerade Geld gespart. Danke. Sehr gut. Ich habe noch im Hintergrund gesehen, aber wo ist meine 21-Jährige hingekommen? Wahrscheinlich ist sie im Altglas. Ich glaube, sie ist irgendwann leer geworden und ich habe sie ins Altglas gebracht. Also die 21-jährige Flasche unterscheidet sich von den anderen halt durch diese ewig lange Reifung und zusätzlich dadurch, dass sie nicht nur in Oloroso-Sherry-Fässern reifte, sondern auch in Pedro Ximénez. Oh ja. Und damit wird die ganze Geschichte süßer. Weil der Pedro Ximénez ja nicht voll vergären darf, sondern wird die Vergärung gestoppt mit einer Restsüße und dann wird mit mehr Brandy aufgesprittet im Pedro Ximénez Sherry als im Oloroso Sherry. Ja, was ich interessant finde, ist, ein Oloroso wird offiziell als trocken definiert. Moment, jetzt blenden wir gleich mal hier das Drohnenvideo ein, genau. Von der Brennerei, und dahinter können wir uns jetzt locker schmerzen. Die Brennerei ist echt toll, also ich war wieder da, ich werde auch wieder hinfahren, habe ich im letzten Video zwar schon gesagt. Was ich an der Brennerei so interessant finde, ist die Stills. Das sieht man sehr selten bei den Stills. Die Stills haben so ein, wie heißt oben das Neck, was ist das, Arm? Nee, dein Arm ist, glaube ich, ist der fallend oder steigend? Ist egal, aber er hat so einen extrem starken Hügel und deswegen muss er wahrscheinlich fallend sein. Mhm. Der hat so ein Siphon ähnlich. Wir haben Thermoaufnahmen von diesen Stills, die blende ich auch noch ein. Die kannst du, wenn du findest, gerne. Ja, die haben wir, das tun wir auch noch rein. Ja, da haben wir einmal dran gedacht. Und das ist der 21-Jährige und der hat auch eine Besonderheit, dass nämlich jetzt im Prinzip hier drin, wahrscheinlich Whiskys sind, die unter Umständen einen Ticken älter sind, weil es halt eine Periode gab, in der die Brennerei nicht produzierte. Und das endete erst im Jahr 2002, wo man wieder anfing. Und jetzt haben wir also 16 Jahre im neuen Betrieb. Das heißt, der muss aus dem alten Betrieb sein. Mhm. Und es wird also in ein paar Jahren dann zu einer Knappheit kommen bei diesem Whisky. Der Preis lag früher von dieser Flasche noch unter 100. Mittlerweile liegt er leicht über 100 Euro. Jetzt liegt er bei 110, unter 110. Für einen 21-Jährigen ist 110 Euro. Ist heute immer noch ein guter Preis. Sehr guter Preis, ja. Und das ganz Tolle an dieser Flasche, der haben sie, jetzt steht es hinten nicht drauf, hier, der haben sie 48 Volumenprozent gegeben. Die hat nochmal einen kleinen Boost. Die hat nochmal, also das ist so, die Sache, die anderen gehen dann hin, oh, je älter wird, das müssen wir sparsamer werden und weniger. Und hier kriegst du noch einen Ticken mehr. Ne? Das ist noch ein bisschen. Also doppelte Fassreifung und nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, das ist Originalfarbe. Ne? Das ist der Wahnsinn. Also die Jungs von Glendronach machen echt den Premium-Stuff, ne? Genau. Ja. So, und jetzt gibt es noch etwas. Und zwar, der hat den Zusatz Parliament. Parliament. Ist das jetzt schon? Das ist jetzt nicht. Ich kann die Story auch noch, ne? Das war mit irgendwas. Was mit den Krähen war das, ne? Das sind die Krähen. Und zwar, Glendronach liegt in so einer kleinen Senke drin, wie man es in dem Drohnenvideo gesehen hat. Und da stehen riesige alte Bäume und da hocken die Krähen drin. Mhm. Und die sitzen da drin und schwatzen und krähen und so. Mhm. Und das ist dann ein Parliament of Crows. Ich dachte immer, es heißt, also ein Schwarm von Krähen heißt im Englischen nicht Swarm of Crows, but a Murder of Crows. A Murder, ich weiß nicht, ein Murder ist dann aber eben ein Schwarm. Es hat nichts mit dem Mörder zu tun. Aber ja, warum, was dann ein Parliament ist, ist wahrscheinlich... Das ist ein geschwätziger Haufen. Ein geschwätziger Haufen, ja, ja. Ja. Also ich glaube, Parallelen zur Politik sind erwünscht. Ich glaube mal, ich schätze mal, das ist keine Mutmaßung, aber es wird wahrscheinlich ein Parlament wird sein, wenn ein Murder of Crows in einem Baum drin sitzt wahrscheinlich. Und da hast du ja noch immer den tollen Witz mit... jetzt muss ich ihn erzählen. Das tut mir leid. Läuft ein McKinsey-Berater mit dem Vorstand von BMW durchs Unternehmen und
dann findet er also einen Baum und da sind Krähen drin und dann fragt der BMW-Vorstand, was machen Sie denn jetzt hier bei uns im Unternehmen? Da sagt der McKinsey-Mensch und die Krähen fliegen alle hoch. Und dann sagt er, ah, das machen Sie. Aha. Dann gehen sie rein, Unterhaltung, Vortrag und so weiter, kommen sie wieder raus. Und dann sagt der Vorstand von BMW, die Krähen sitzen alle wieder da oben. Ne? Sagt er, aber alle am anderen Platz. Was eigentlich kein gutes Zeichen für McKinsey ist. Ne? Ja, am Ende auch kein gutes Zeichen für BMW, wenn sie die einladen. Ich weiß jetzt nicht, ob McKinsey bei BMW war. Bestimmt. Weiß ich nicht. Also alle Parallelen sind rein zufälliger Natur. Boah, liegt der ölig im Glas. Es ist wundervoll. Ja. Ne? Oh, der ist auch richtig, richtig reif. Und gleich kommt eine gewisse Süße, aber die verbindet sich schon unglaublich mit Gewürz- und Gebäcknoten. So Würzgebäck. Boah. Und Sherry ist wirklich stark, aber diesmal nicht nur fruchtiger Sherry, sondern auch süßer Sherry. Die Früchte reif, dunkel, alt. Boah. Ein Mordsaroma. Und dahinter kommt jetzt wieder ein Karamell. Vanille, rundet die ganze Geschichte wundervoll ab und die 48 Volumenprozente sind also in keinster Weise drückt da der Alkohol durch. Das ist alles mit Aromen überdeckt. Ja, also der ist wirklich, also das, was hier man eine Assoziation hat, ist wirklich Früchtekuchen, weil er einfach ein Stückchen süßer ist, wo man die Assoziation mit Kuchen hat, dann noch so ein bisschen dieses Karamell und Gebäck, was du hast, das ist so eine heftige Assoziation mit Früchtekuchen. Aber alles richtig lang durchgereift. Also man merkt, hier ist richtig viel Alter mit dabei. Also das ist, ich gehe mal davon aus, im Geschmack hat man auch noch eine ganze Menge Eiche drin. Jetzt habe ich an dieser Stelle, wie du beim 18-Jährigen vorhin, habe ich ein leichtes Traubenaroma unten drunter gefunden. Jetzt nicht so orangen, sondern ein leichtes Traubenaroma. Mhm. Und wenn man sich jetzt an diesen intensiven Sherry gewöhnt, dann riecht man darunter einen ganz leichten Alkohol. Ja, sonst ist normalerweise der Alkohol erst und dann kommen die Aromen durch. Und hier sind die Aromen so stark und der Alkohol kommt später. Also ich bin der Meinung, wenn man jetzt die Nase ein bisschen weiter weg hat, hat man gar nichts vom Alkohol. Ja. Wenn man ganz tief reingeht, genau. Wird extrem intensiv und dann kommt so merkt man schon, da wird ein bisschen die Nase angegriffen. Ja. Wow. Mhm. Und die Trauben an dieser Stelle das erste Mal so richtig. Mhm. Ja. Mhm. 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 Oh, und so eine Whisky. Für jedes Jahr Alter mindestens eine Sekunde im Mund halten. Aber jetzt muss ich dann doch hier schwätzen. Du machst das immer so lange. Ich habe einen zweiten Schluck an wässrig im Mund zusammenbekommen aus meinen Speicheldrüsen. Unglaublich, wie er den gesamten Mund belegt mit einer angenehmen Würze, mit der Fruchtigkeit. Und ich habe null an Bitterkeit da drin. Also so hat dieses Pedro Ximénez-Fass mit seiner doch süße, fruchtigen Süße hier diese leichte Bitterkeit der Eichenfässer doch voll aufgefangen. Und wow, die Fruchtigkeit jetzt nach dem Runterschlucken nochmal in der Nase verstärkt. Mhm. Pflaumen. Mhm. Pflaumen. Mhm. Ich finde es auch beeindruckend, dieses, also beeindruckend, wie wenn du es im Mund hast, wie du echt, Bitterkeit ist gar kein Thema. Mhm. Jetzt, wo ich es runtergeschluckt habe, hat man wieder so ein bisschen dieses Zartbitter drin. Aber das Ganze in dieser Stelle, im Gegensatz zum 18-Jährigen, einen guten Ticken süßer. Mhm. Das ist echt schön. Und man hat so ein, jetzt würde ich ihn bezeichnen als lieblich, fruchtig Sherry. Ja. Mhm. Mit Pflaumen und ein bisschen Trauben mit dabei. Ja. Also wieder ein schönes Fruchtkompott im Geschmack und ein bisschen Süße. Ja. Wenn man jetzt noch länger dran riecht, dann finde ich tatsächlich auch wieder von den Sherryfässern so eine ganz leichte Nussnote und dazu tatsächlich Zimt.
Oh ja, also der ist, erinnert auch wieder so ein bisschen an eine Frucht über Weihnachten. Ne? Ja. Also das ist sehr oft der Fall bei so PX-Flaschen, die irgendwie erinnert es doch an Weihnachten. Ja. Ja, jetzt haben wir schon November, ne? Mhm. Jetzt an Weihnachten denken, früher kaufen, dann haben Sie nicht den Stress. Mhm. Zu Weihnachten allerdings müssen Sie dann dieser Flasche widerstehen können, was nicht einfach, wirklich nicht einfach ist. Mhm. Ich werde jetzt bald noch ein Einpack-Video, wie man Flaschen schön verpackt. Schauen wir mal, ob ich das kann, weil normalerweise bin ich doch eher der Klopapierverpacker. kann ich euch empfehlen, kauft eure Flaschen, dann seht ihr, wie man sehr schön Flaschen verschenken kann zu Weihnachten. Ja. Oh, die Würze jetzt beim zweiten Schlückchen. Ja, die Eiche ist schon da, ne? Das ist wieder eine schöne Balance zwischen Würze und Fruchtigkeit. Klasse Whisky. Mhm. Aber was ich nicht empfehlen kann, ist, die Flasche länger leer zu haben. Weil wenn ich mich jetzt zurückerinnere an meinen 21-Jährigen, der sehr, sehr oxidiert war, der stand sehr lange rum mit sehr viel... Du, der Dings hat 21 Jahre Zeit zum Oxidieren im Fass gehabt. Ja, aber vielleicht ist der Alkohol verdunstet. Vielleicht auch irgendwie über das UV-Licht oder was auch immer. Mhm. Also in der Flasche kam er mir so ein bisschen vor, als wäre er noch weicher geworden. Ist definitiv noch weicher geworden, noch ein bisschen straightforward fruchtiger. Also weniger die oxidierten Früchte, sondern eher so ein bisschen frischere Früchte. Und leicht seifig ist er geworden, als ich ganz wenig drin hatte. Es kann auch was anderes sein. Und zwar kann sein, dass du eine ältere Charge hattest. Mhm. Wo sie andere Fässer ausgesucht haben und als sie dann ans Ende der ersten Produktionszeit kamen, dass sie dort die Fässer dann anders ausgewählt haben. Wir haben Unterschiede in den Chargen. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwo, da unten ist eine Chargennummer. Da, der ist 2014 abgefüllt. 2014 abgefüllt, wo ist die? Wo ist die Chargennummer hier? Da unten. Du musst aber genau mit dem Licht halten. Und der ist 2018 abgefüllt. Mhm. Haben wir jetzt den etwas älteren abgefüllt. Bei uns abgefüllt. Ja, so. Ich hatte sicher irgendwo einen mit, was wollte ich sagen, irgendwo 1900, was auch immer. Also meiner war richtig alt. Aber trotzdem kann ich es euch empfehlen, wenn ihr so eine schöne Flasche habt, wie heißt es? Sucht euch irgendwo einen schönen Flecken aus, der dunkel ist und schaut, dass ihr irgendwo die Flasche so konserviert kriegt, dass ihr... nicht in die Gefahr läuft, dass er so oxidiert. Diese 2018er Flasche ist wahrscheinlich aus einer Zeit, als die Brennerei stand. Das heißt, hier müssten jetzt schon ältere als 21 drin sein. Wahrscheinlich. Also da kriegt man wahrscheinlich noch ein Jährchen mehr oder zwei. Mhm. So wie es beim 18-Jährigen im Prinzip auch der Fall war. Mhm. Also hier richtig highly recommended. Das ist ein richtig süffiger, intensiver. Ja. Meine Empfehlung an euch, schaut sich, ich glaube, du hast ein paar Videos drüber gedreht, auf whisky.de gibt es auch ein paar Artikel drüber, wie man seine Whiskyflasche, wenn sie offen ist oder wenn sie geschlossen ist, richtig konserviert, damit euch das nicht passiert, was ich damals mit meinem kleinen Ding hatte, meinem Norgal hatte. Das trotzdem Mal, trotzdem war er noch richtig gut. Also. Das war das erste Mal, dass ich das von einem alten Whisky höre, sonst höre ich das nur von jungen Whiskys. Ja, junge Whiskys sind wahrscheinlich da noch anfälliger dazu. Genau. Okay, gut. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wer gerne doch etwas teurere Flaschen zu Weihnachten verschickt oder einen sehr guten Freund hat, dem er schon lange nichts mehr geschenkt hat, schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.